liebe Schatzis und Larven, schön, dass ihr da seid. Wir sind mal wieder auf der RPC unterwegs, 2017. Ich nehme euch so wie immer mit, einfach mal ein paar Eindrücke sammeln, ein bisschen gucken, was es hier alles so gibt, wen wir so alles treffen werden. Es sind auch ein paar Leute aus der Community da, das habe ich auch schon in irgendeiner Form mitbekommen. Und ich freue mich auf euch zu sehen, euch zu treffen. Vielleicht werde ich euch auch ein bisschen mit ins Video ein, aber das werden wir dann noch sehen. Ein bisschen höher halten. Und alles Weitere sehen wir dann. Da kommt schon ein bisschen was von der Bagage, ich zeige euch das mal. Ich drehe mal, die sehen schon wieder so beschämt aus. RPC gefällt dir? Kann man ja mal so fragen. Also, RPC kann ich einen Daumen geben. Kauft RPC. Wenn ihr heute noch ein Ticket bestellt, dann könnt ihr morgen damit trotzdem nicht rein. Außer ihr nehmt es für 2 Tage. Ja doch, man kann mit dem Tagesticket doch raus und rein, oder? Ja, du kannst morgen nicht rein. Achso, ja. Ja, heute muss man sagen, komm doch mal. Das war so billig. Ja, ja. Sollen wir die Kamera anschreien? Hallo! Hallo, wir müssen lauter sein! Entschuldigung, es ist ein bisschen peinlich hier, es sind so viele Leute. Schon alle. Ja. Du kannst halt gehen. Ich gehe mal ein bisschen an die Seite, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. So, meine lieben Leute, das war's mit der RPC für heute. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Man sieht, wir sind hier so langsam da Richtung Ausgang unterwegs. Kamera, du darfst dich gerne scharf stellen. Was man sehr, sehr schön sieht, glaube ich, gerade. Ich glaube, das wird ein Sonnenbrand. Das wird ein sehr, sehr schöner Sonnenbrand. Aber nur für euch, extra geholt. War auch ganz kostengünstig, obwohl ich mir bestimmt nächstes Jahr wieder. Wir haben sehr viel gesehen. Sehr, sehr viele schöne Sachen gehabt. Ich denke mal, euch habe ich auch ein kleines bisschen schon was eingeschnitten. Ansonsten wird es wie immer einfach zu finden sein. Die anderen sind auch ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen ausgepowert, sind müde. Das werden wir spätestens im Auto, denke ich mal, wieder sehen. Ich stehe hier noch so ein kleines bisschen, wie man sieht, am Rande rum. Einfach euch schon mal soweit sagen. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dann. Tschüss. Die Sandra hat ja auch nicht so ein Ding. Ja. Und die hat ja einen Skillshot. Ach Mensch, das ist aber nicht so einfach. Der einfach kann ja jeder. Und blond vor allem.
Was gibt's denn für blonde Champions? Was sind für blonde Champions? Jenna ist aber. Jenna hat ein Skill schon. Jenna ist aber wirklich als Zuckerer noch klassifiziert. Ich hätte eine Idee, aber das macht keinen Sinn. Wieso macht's keinen Sinn? Ja, wegen Skillshots halt. Das macht mich auch gerade ein bisschen fertig. Das ist genau das, was mich gerade triggert, weil ich gar nicht weiß. Das kann alles nicht stimmen. Bist du dir ganz sicher, dass du mir immer die richtige Antwort gibst? Nein. Okay, am besten bist du gewissenhaft. Willst du es mir vielleicht sagen und ich überlege auch nochmal mit, ob das ein Skillshot ist oder nicht? Ja, ich mache jetzt einfach, damit es weitergeht. Habe ich eine Waffe? Habe ich ein Schwert? Ja. Ich habe ein Schwert? Ja. Und du sagst doch noch ja? Ja, ja, was soll ich sagen? Ja. Ist so. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber River kann es halt wirklich nicht sein, ne? Es ist halt. Na gut, ich habe jetzt einfach mal gerade einen Ribbon. Das ist scheißegal. Jetzt machen wir weiter. Okay. Also ich bin so ein bisschen schwarz, aber ich bin nicht Lusch. Boah. Welcher IDC? Hast du schon mal gesehen? Boah, was könnte ich jetzt noch fragen? Sind alle meine Spells Damage Spells? Nee. Okay. Schon ein bisschen näher. Ja, also alle meine Spells Damage Spells. Okay. Schade. Männlich, so ein bisschen schwarz vielleicht. Und nicht alle meine Spells sind Damage Spells. Ja. Bin ich Jin? Nee. Stimmt, da wüsste man wirklich nicht. Ja, da wüsste man es nicht. Ja, deswegen, weil das ist eigentlich eine gute Frage gewesen. Aber halt falsch. Ja. So, habe ich ein Schild? Auf irgendeinem Spell? Irgendwas, was mich schildert oder heilt? So. Ja. Okay. Das Blonde passt da überhaupt nicht rein. Das macht mich sauer. Also, ich glaube. Nee, das. Nee. Warte mal. Keine Spell. Warte mal. Aber Schwert, das passt auch wieder nicht. Nee, Schwert, das ist auch. Ich hab keine Ahnung. Du hast ja jetzt aber nicht den Champion ausgedacht. Lorb. Die gibt's halt schon bei League of Legends. Ja, die gibt es schon. Also, wir reden vom selben Spiel, ja. Wir reden auch vom selben Spiel, ihr beiden. Ja, genau. Also, ist auch nicht Dota oder so. Ohne Witz, wer hat ein Schwert? In der Mitte, ne? In der Mitte hat keiner ein Schwert. Das muss halt irgendwie Fehler sein. Ich spiele mit. Der Banner gepickt wird, wenn wir gegen ihn spielen, uns immer nervt. Mich immer nervt? Oh, ich weiß wer. Ist das eine Frau? Ja. Es ist eine Frau. Schwert. Aha, ich weiß wer. Ich wusste anfangs nicht mal, dass es eine Frau ist. Ich weiß wer. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß wer. Du wusstest anfangs nicht mal, dass es eine Frau ist. Ich weiß wer. Als ich mit LOL angefangen habe, wusste ich nicht, dass das eine Frau ist. Oh, jetzt fühle ich mich so schlau. Hä? Was? Mal, Alter, wie viel habe ich eine Maske auf? Helm, Maske, Helm. Kale! Ja! Oh lol! Die hat echt ein Schwert. Ja, der hat ja. Ein Schwert. Jetzt auch dran gehört, dass du Flügel hast. Oh wow! Das stand ja voll auf dem Schlauch. Das habe ich aber auch jetzt am Ende so. Ja, okay. Ja. Aber sie hat keinen Speer, sie hat einen Speer. Ja, jetzt macht doch alles Sinn in meinem Kopf. Ist sogar blond. Das ist sogar blond. Wie gesagt, durch den Helm habe ich anfangs nicht gewusst, weil du das Gesicht nicht siehst, da doch überhaupt eine Frau ist. Weil die ist nicht so. Wie gesagt, ich, also je nach Skin hat die welche oder halt. Hab ich jetzt gewonnen? Ich glaube schon. Ja, ja cool. Ja. Müssen wir jetzt auflösen? Bitte noch kurz einmal ran. Sag einfach irgendeinen Namen. Nein, nicht falsch. Achso. Ja, solange du wer bleibt denn da noch oben? Also männlicher EDC. Halb schwarz. Halb schwarz, ja toll. Männlicher also irgendwie EDC. Dunkelhäutig anscheinend. Ich bin Lucian nicht. Welche männlichen EDCs gibt es denn dann entsprechend? Es gibt noch Draven, der ist nicht wirklich dunkel. Ja, aber den meine ich. Okay, gut. Aber der ist noch so ein bisschen. Draven Böller, der hätte hier drauf kommen können. Ja. Du so. Bist ja auch richtig. Draven? Doch, so, Draven ist so ein bisschen dunkel. Ist so ein bisschen, aber der ist nicht schwarz. Oder der ist nicht schwarz. Genau, der ist so ein bisschen. Ja, ja gut. The Rockstar. Coole Sache. Okay, dann danke dir für die Zeit. Ja, gerne. Super schön. Ich wünsche dir noch eine schöne RPC. Abonniert Erik. Mach das genau. Jetzt. Danke.